Hi, wir sind heute in Kitzbühel am Hahnenkamm und ich nehme euch mit auf die Skipiste. Kennt ihr noch diesen Werbespot, wie eine Schauspielerin auf Skiern durch eine atemberaubende, unberührte Schneelandschaft fährt? Diesen Spot habe ich als Jugendliche geliebt und dachte mir immer, Schauspielerin will ich sowieso werden. Aber ich muss auch noch Skifahrerin werden oder zumindest Skifahren können, damit ich so etwas einmal drehen kann. Mit dem Skifahren lernen hat es etwas gedauert. Ich bin erst im 4. Jahr. Folglich fahre ich leider nicht wie eine Weltmeisterin. Aber ich fahre mit einer Weltmeisterin. Maria, hi! Hallo! Hallo. Das ist Maria, Maria Höfel-Riesch, eine liebe Freundin von mir und dreifache. Sie ist echt, so hübsch wie im Fernsehen. Oh, danke schön. Also, das ist Maria, Maria Höfel-Riesch, dreifache Goldmedaillengewinnerin für Deutschland im Skifahren. Sie wird mir heute zeigen, wie man vielleicht das ein oder andere an der Technik ein bisschen besser macht. Genau, ich werde dir genau auf die Füße schauen. Ja, bitte. Viel Spaß. Ja. Dann packen wir's an. Let's go. Let's go. Wie kalt ist heute? Minus? Also ich habe vorher mal gesehen, minus 16. Was machst du mit der Haut da bei minus 16 Grad? Kältecreme, wobei ich das nicht so gern benutze, weil ich da so verstopfte Poren davon kriege. Echt? Ja. Also ich habe jetzt einfach nur eine ganz normale Tagescreme drauf. Ich meine, wir fahren ja jetzt auch nicht so lang, so schnell. Stopp. Du fährst schnell. Ja, aber wir bleiben ja immer wieder stehen. Ja. Also früher, als ich Rennen fahren musste und so eine ganze Abfahrt am Stück, bei über 100 km/h, also das war schon nochmal was anderes, da habe ich mir dann schon wirklich dick Creme drauf geschmiert oder wirklich tatsächlich eine richtige Maske, weil sonst friert einem da wirklich die Haut ein. Ich merke das. Sag mal, stimmt es, dass das Hahnenkammrennen nur von Männern gefahren wird? Also es könnte da auch eine Dame runterfahren, aber es ist irgendwie so dieser Mythosstreif, der bleibt den Männern vorbehalten. Starten wir mal ganz klassisch natürlich für die Beine, machen wir mal die Kniebeuge. Dazu nehmen wir die Arme aber nach oben. Ja. Und dann gehen wir mal runter, soweit es geht und wieder hoch. Ganz langsam und kontrolliert, die Arme möglichst gestreckt oben lassen. Okay. Dann machen wir noch was fürs Gleichgewicht. Das ist jetzt im Ski schon ein bisschen leichter, wenn man da schön stabil steht. Ach! Du bist ja eine kleine Ballerina, du kannst sowas ja normalerweise eh. Ja, ich habe normalerweise keine Skischuhe an. Gut, dann machen wir jetzt noch was für den Oberkörper. Hm? Und zwar auch leicht so gebeugt hinstellen. Dann die Arme nach vorne strecken. Gut, Körperspannung, Bauch anspannen, Bauchnabel ein bisschen einziehen. Und dann ganz schnell hacken. Oh. Die kleine Übung ist so unscheinbar und bewirkt total was. Schneller. Aber jetzt sind wir aufgewärmt. Was ist denn das für eine Übung? Starten wir. Also hier sind wir jetzt an der wirklich spektakulärsten Strecke der ganzen Streiferpfad an der Hausbergkante. Also wirklich, da haben die Jungs schon über eine Minute in den Beinen und müssen dann noch den letzten schwierigen Zielhang überwinden und springen hier also ins Nichts. Das ist wirklich Adrenalin pur. Ich habe irgendwie kalte Hände. Das kenne ich leider. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe eigentlich auch fast immer kalte Hände und vor allem kalte Füße. Aber was ein bisschen hilft, ist, wenn man so richtig die Arme entweder ganz kreist oder wirklich nur nach unten hier so schwingt. Aber das muss man schon ein paar Minuten machen. Dann durchbluten die Hände wieder ein bisschen besser und das hilft zumindest kurzfristig. Ich merke es schon. Ich merke, wie es reinpuckert. Ja, aber wenn du mal so richtig eingefrorene Hände hast, dann hilft es eigentlich nur, in die Hütte zu gehen. In die Hütte? Ist das unser Stichwort? Ja, gehen das wir jetzt ist in die das Hütte? Stichwort. Oh ja, cool. Kehr mal ein, das haben wir uns jetzt verdient. Ha? Hallo! Hi! Servus! Gut! Was ist da, Maria? Alles gut, danke. Jedes Doppel. Die Laila. Hallo, Susi. Laila.
war jetzt so schön. Ja, hat sich Spaß gemacht. Das vielen freut Dank mich total. Für deine Tipps und dass du mit mir gefahren bist und immer auf mich gewartet hast. Sehr gerne. Nee, schön, wenn es dir gefallen hat. Ja, war echt schön. Und eine kleine Überraschung habe ich noch für dich dabei. Was denn? Ich habe doch ein Buch gemacht. Ja, das habe ich mir sogar bestellt. Ach, hast du dir schon bestellt? Na klar, hallo? Okay, tolle Überraschung, wenn du es schon hast. Naja, das aber ist so schön. Aber es ist toll, dass du es mitgebracht hast. Guck mal, kann man es einmal filmen. Es sind ganz viele tolle Übungen drin für Einsteiger und Fortgeschrittene und sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Ich meine, du bist ja eh so Und auch sportlich. Ganz viele motivierende Tipps und Ernährungstipps. Also es ist auch interessant. Ich meine, wie ernährt oder wie hält sich eine Olympiasiegerin fit? Das ist mal wirklich ein Buch mit Hand und Fuß. Das freut mich, wenn dir das zusagt. Wie ist es, wenn Leute mit dir fahren, fahren bestimmt alle immer extra schnell, oder? Um anzugeben oder um mitzukommen, ne? Nee, die machen sich dann oft irgendwie Gedanken, dass ich warten muss oder dass es für mich dann langweilig ist, wenn ich quasi mit welchen fahren muss, die nicht so schnell oder gut fahren. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Immer, es tut mir so leid, dass du so lange auf mich warten musst. Ach, das ist ein totaler Quatsch. Das geht doch da gar nicht drum. Mit dem Warten macht mir überhaupt nichts aus. Und es geht doch darum, dass man Spaß zusammen hat, dass man sich gemeinsam draußen in der Natur bewegt. Ach, aber auf mich hast du besonders lange gewartet heute. Ach, so ein Quatsch, überhaupt nicht. Alles gut, alles gut. Das war jetzt echt ein wunderschöner Skitag. Maria, ich danke dir für deine Hilfe. Ich freue mich sehr, wenn es dir gefallen hat. Auch ich habe sehr viel Spaß gehabt und das werden wir auf jeden Fall wiederholen, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem der Einkehrschwung am Schluss. Oh mein Gott. Mit dem sensationellen Essen, legendär. Ganz toll. Und wenn ihr auch Lust habt, Ski zu fahren, egal wie alt ihr seid, egal wie wenig Talent ihr habt, macht es. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass man irgendwie die Piste runterkommt und wahnsinnigen Spaß habt. Wir sind gut runtergekommen. Ciao, ciao.